Hallo, grüßt euch. Herzlich willkommen zum Waldbauer-Vlog Special Video. Diesmal geht es um meine Erlen. Ja, hier hatte ich ja schon in meinen Videos angekündigt, am Wasserlauf anlegen. Und da hatte ich ja auch schon eine Erle oder zwei Erlen. Da will ich nochmal den Stock finden. Aber ich will ja jetzt hier die Erlen erstmal versuchen, über sogenannte Samennester anzulegen. Da zeige ich euch erstmal, wie ich die Erlensamen gewinne. So, die Erlensamen, die sind jetzt schon getrocknet, weitestgehend. Und jetzt werde ich die gewinnen, zeige ich euch. Ordentlich schütteln, die Erlen zapfen, dann lösen sich die Samen von den Zapfen. Das geht hier mit den Erlenzapfen ganz gut eigentlich. Aber jetzt muss ich erstmal schauen. Erstmal schauen, dass ich das auch in mein Glas jetzt hier reinbekomme, die Samen. So, das hat schon halbwegs gut geklappt. Da sind noch ein paar daneben, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Sind immer noch einige rausgekommen. Die Frage ist, was man da so treibt, bringt das was? Sind das jetzt viele Samen? Taucht das was? Man sieht ja, so ein bisschen füllt sich jetzt hier das Glas. Eigentlich müsste das Glas voll sein, randvoll sein. Das wär, dann würde es was bringen. Aber gut, das sind ja jetzt hier von der Anzahl Samen ja schon ganz schön viele, aber noch nicht so viele, ne, dass eine Vermehrung wie in der Natur stattfinden würde. Weil in der Natur wird ja wesentlich mehr. Ne. Da produziert ja so ein Baum halt eher so einen Eimer voll. Und ich habe jetzt, was heißt, 10 Liter, noch einen größeren Eimer. Und ich habe jetzt hier nur so ein bisschen, so ein Tropfen auf den heißen Stein, würde ich mal sagen, hier gewonnen dann. Ein bisschen kommt ja noch dazu, aber ja. Aber trotzdem, no, kein Versuch wird ausgelassen, hier Bäume zu vermehren. Denn ich werde jetzt halt hier keine Erlen zu Hause anziehen, sondern ich werde hier die Erlensamen gezielt mit einer Markierung ja, aufbringen. So, jetzt habe ich den Durchgang ein paar Mal gemacht. Also immer geschüttelt und wieder Samen gewonnen. Es ist jetzt noch ein bisschen was mehr geworden. Und daraus, ich habe jetzt den Namen mir ausgedacht, Samennester. Na, daraus sollen ja jetzt Samennester, so ist vielleicht der beste Begriff, angelegt werden. Jetzt wollte ich daraus 100 Samennester, das habe ich mir jetzt vorgenommen, 100 Samennester machen. So, jetzt bin ich hier wieder auf der Fläche. Und das ist ja hier meine größte Kalamitätsfläche, knapp 0,9 Hektar, sag ich mal so. Sieht man ja hier den Wasserlauf, der hat eigentlich noch viel zu wenig Wasser, fährt der Grundbach, nennt er sich hier.
Man sieht es, ist aber trotzdem sehr, sehr grün hier in dem Bereich. Die Kalamitätsfläche, die fängt jetzt langsam an, vital zu werden, also grün zu werden. Aber es geht ja jetzt erstmal hier um den Grundbach-Randbereich, wo bisher Fichten hauptsächlich Fichten ja bis an den Grundbach ran gewachsen waren, und das ist heute eigentlich nicht mehr zu empfehlen, gerade auf wegen dem Gewässerschutz, dass Fichten bis an das Gewässer halt gepflanzt werden oder auch toleriert werden. Und ich habe ja mein Waldbaukonzept legt ja auch Baumartenvielfalt, legt auf Vielfalt, Baumartenvielfalt Wert. Und eine Baumart ist halt die Erle, die hier am Bachlauf halt angelegt wird. Auf der Fläche macht das weniger Sinn, aber hier am Bachlauf halt durchaus seine Existenzberechtigung hat. Ja, ich glaube, ich habe den Erlenstock gefunden hier. Da war noch eine Erle. Ist natürlich jetzt schon ein bisschen schwierig festzustellen. Aber das müsste die Erle gewesen sein. Ja, die Erle wird jetzt hier auch schon Samen verteilt haben. Aber ist die Frage, ob da was rauskommt. Hier unten der Bachlauf geht da rum. Und da hinten geht es nochmal um die Kurve. Und da sind die Wildschweine gerne unterwegs. Also da macht es jetzt keinen Sinn, da jetzt Samennester anzulegen. Aber hier, der Bereich, da werde ich jetzt ein paar Samennester anlegen und dann mich weiter hier hoch bewegen. Also 100 Stück werde ich anlegen, und eine schöne, erholsame Arbeit, immer mit der Ruhe. Und dann, also ich habe jetzt auch viel Zeit, also ich soll mich ja jetzt erstmal gesundheitlich regenerieren und diverse Probleme, Beschwerden, und es gibt nichts Besseres, als jetzt hier in der Natur, im Wald, in der frischen Luft aktiv zu sein, sich nicht zu überanstrengen, das ist wichtig, aber dann, wenn man so viel Zeit dann hat, dann kann man auch durchaus mit Geduld und Muße dann auch mal so Samennester anlegen, auch wenn keine hundertprozentige Erfolgsquote dabei zu erwarten ist. Jetzt habe ich hier 12 Markierstäbe, mit denen werde ich halt 12 Monitoring Samennester markieren, und das dann noch zu kontrollieren, ob da jetzt sich was dann auch getan hat oder nicht. Ja. So, jetzt werde ich erstmal hier loslegen. Jetzt habe ich hier meine Samen mitgebracht in meinem Glas und meine Dosierlöffel. Ich habe gesagt, pro Samennest also mindestens so 20 Samen. Und da sind ja viele taube Samen dabei. Und deshalb
sollte man mindestens 20 Samen da im Samennest nehmen. Und ja, ich hoffe, dass die Samen jetzt, die ich gewonnen habe, ausreichen, um jetzt 100 Samennester zu setzen. Wenn nicht alle markiert, wie gesagt, nur 12 Stück zum Monitoring. Der Rest, der wird dann, ja, werden wir dann sehen, ob was wird oder nicht. Das dauert dann halt. Ja, jetzt ist die Zeit, wo die Erle sich ja aussamt, auf natürliche Art und Weise. Und genau die Zeit wollen wir jetzt hier nutzen, um halt die Samen auszubringen. Also sie werden jetzt nicht in der Erde vergraben, sondern aber auch jetzt nicht völlig blank gelassen. Ne? Also so leicht in der oberflächlichen Erde eingebettet, also nicht ganz lose darum liegen, dann wieder vom Wind verweht werden können. Aber auch nicht eingegraben. Ja. Gut, so habe ich das jetzt vor. Und los geht's. Ja, und zwar werde ich jetzt hier in den 50, sind jetzt hier 50 cm Markierstäbe, ungefähr 50 cm Streifen, so die Pflanze, die Samennester anlegen. So, jetzt habe ich hier meinen Dosierlöffel. Dann versuche ich halt abzuschätzen, so 20 Samen. Bisschen auflockern die Erde. Und dann noch ein bisschen so verteilen. So, und dann ist das Samennest schon angelegt. Markierstab dabei. Und ja, jetzt müssen wir abwarten. Ich mache den Markierstab noch ein bisschen 2 cm da weiter weg. Das. So. Schon ist der erste angelegt. So, das werde ich jetzt weiter ohne euch machen. Und sonst wird das zu kompliziert mit der Kamera. Also, aber ich werde dann im Nachhinein das Ergebnis dann nochmal zeigen mit den Markierstäben. So, das ist jetzt hier mein Monitoring-Bereich. Habe ich jetzt 12 Samennester jetzt angelegt. Und ja, ging ganz gut. War jetzt auch nicht anstrengend. Und ja, jetzt kommen noch 88, muss ich noch anlegen. Wenn ich 12 gemacht habe von 100, muss ich noch 88 anlegen. Ohne Markierstäbe.
Jetzt waren es statt 100 nur 80 Samennester geworden, weil ich am Anfang etwas zu großzügig verteilt hatte. Das hat sich dann nach hinten raus dann gerecht, aber das ist jetzt auch gut. Jetzt einmal rechte Seite hoch, die linke Seite wieder runter. Also insgesamt 80 Samennester, Erle, jetzt verteilt. Was dabei aufgefallen ist, dass die Bodenarten da schon sehr unterschiedlich sind. Ja. Ton, Sand und lehmig. Alles dabei und natürlich starker Streu, also Oberboden, da war Humusboden. Also und halt auch unterschiedliche Stellen mit unterschiedlichen Bedingungen. Ja. Und da hilft halt nur die Masse macht's. Die Natur gibt vor, was, wo was bei rauskommt, wo nicht. Das wird sich dann zeigen. Und das ist ja auch gut so. Ja. Also das ist ja bei der Samung besonders gut. Also da, wo der Samen auch sprießt und wo was rauskommt, wo es wächst, ist schon mal eine gute Sache, weil das ist ein relativ stabiler Baum, der dann da rauskommt. So, das war es jetzt wieder mit meinem Special-Video. Ich hoffe, es war interessant für euch. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, gefällt mir zu drücken, ein Abo zu hinterlassen und Kommentare zu schreiben. Das freut mich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.